Und das Gebet wird nicht angenommen, wenn deine Mutter trübselig ist. Das Gebet wird nicht angenommen, wenn deine Mutter zornig auf dich ist. Wir sollten dafür sorgen, dass unsere Mutter niemals im Leben zornig über uns ist. Denn wenn das Gebet nicht angenommen wird, Allahu a'lam, was dann ist, möge Allah uns gnädig sein. Und möge Allah die Herzen derjenigen, die verschlossen sind und zu ihrer Mutter zornig sind und Abstand haben, wieder öffnen und mit Liebe füllen, damit sie wieder einen Weg zu ihrer Mutter finden. Aber jetzt kommt etwas sehr, sehr Trauriges, wie ich schon vorhin gesagt habe, möchte ich halt auch ein bisschen das Spiegelbild dieser Gesellschaft zeigen. Und zwar, was geht ab in dieser Gesellschaft? Was ist los in dieser Gesellschaft? In dieser Gesellschaft, als ich auf der Suche nach Informationen und auf der Recherche war für bezüglich der Eltern und der Liebe zur Mutter etc., ihr kennt die Suchmaschine. Ich gebe nur das Wort Mutter an. Ich wollte nach Islam eingeben, etc. Irgendwas, um über die Mutter zu finden. Und da wird ja einem geholfen mit Wortbeispielen, was man danach eingeben soll, damit man das leichter findet, was man sucht. Ich gebe Mutter ein. Das nächste Wort ist Sprüche. Und die jetzt nicht wissen, was ich meine, damit sind nicht irgendwie Muttersprüche, typische Muttersprüche, was eine Mutter typischerweise sagt, wenn sie in der Küche ist oder wenn sie am Einkauf ist. Nein, das sind die Sprüche, die Mutter sagt. Diese Gesellschaft ist so abgekommen. Diese Gesellschaft ist so niedrig. Das sind Internetseiten, wo Sprüche über die Mutter gemacht werden, von wegen, deine Mutter ist so und so. Ich möchte nicht annähernd diese Worte wiedergeben hier. Deine Mutter ist so und so und deine Mutter macht dies und jenes und glauben damit. Damit könnten sie ihren Alltag verbringen und amüsieren sich auf Kosten der Mutter und sind sich nicht bewusst, wer die Mutter ist. Das ist die Lehre des Islams und das ist das Spiegelbild dieser Gesellschaft. Und man sagt, der Islam ist gefährlich. Die Islamisierung nimmt zu und eine Gefahr für Deutschland entsteht. Das ist die Islamisierung. Wenn deine Kinder sich begrüßen, wenn du von der Arbeit kommst, wenn deine Kinder sich nicht auf der Couch streiten, wer die Tür für dich aufmacht, wenn du vom Einkaufen kommst, und deine Kinder sich nicht erstmal schlagen, wer dir helfen soll, die Einkaufstüten hochzutragen. Das ist die wahre Islamisierung, wenn deine Kinder sich nicht streiten darum. Beziehungsweise streiten, wer zuerst geht, aber nicht streiten, wer überhaupt geht. Deshalb meine Worte an sich, an alle, vor allem die Menschen, die sich vor dem Islam fürchten, fürchtet euch nicht vor dem Islam. Nehmt euch die richtigen Quellen. Nehmt euch die Quellen von Mohammed und seiner Familie. Denn das sind die richtigen Quellen, um den Islam richtig zu lernen. Und nicht hier RTL, N24 und sonst der ganze inkompetente Müll, der bei uns auf dem Fernseher läuft. Und wie ich schon sagte, dieses Thema beschränkt sich nicht nur auf den Haushalt in einem Haushalt. Es ist viel weit umfassender. Und zwar, wenn es in einer Familie, innerhalb einer Familie läuft, so hat das Auswirkungen auf den Freundeskreis. So hat das Auswirkungen auf den Freundeskreis und wieder nimmt weiter zu. Wie ein Lauffeuer nimmt das zu. Und irgendwann endet das auf die Gesellschaft und inshallah verschwinden solche Internetseiten, wo Sprüche über die Mutter sind. Wenn das mehr zunimmt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich wurde gesandt zur Veredelung der Charaktereigenschaften. Wenn wir diesen Menschen wirklich als unser Vorbild nehmen, dann werden wir Charaktereigenschaften haben, die diese Gesellschaft bilden. Und wenn diese Gesellschaft durch wenigstens eine einzige Charaktereigenschaft von Mohammed geprägt ist und entwickelt ist, werden wir diese Gesellschaft nicht wiedererkennen. Und damit ist nicht nur dieser nicht-muslimische Teil der Gesellschaft gemeint, ich spreche die Gesellschaft an. Also vor allem auch wir, denn wir sind ein Bestandteil dieser Gesellschaft heute. Inshallah, komme ich langsam zum Ende. Ich möchte eine Geschichte erwähnen, nämlich von den Menschen, von denen ich so geschwärmt habe, dem Gesandten Allahs, so geschwärmt über ihn. Jetzt, damit euch mal vergegenwärtigt wird, warum er so war und wie war er zur Mutter. Passt mal auf, hört euch die Geschichte an. Und zwar geht es nicht um seine leibliche Mutter. Es geht nur um seine Amme, um seine Milchmutter. Die Milchmutter vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Schaut euch die Geschichte an. Bei den Arabern, insbesondere bei der Elite, war es zur Zeit vor dem Islam halt üblich, dass die Mütter ihre Kinder
Also nicht mit der außerhalb der Stadt anvertrauten. Da man sich halt durch die dadurch größere Gesundheit für die Kinder versprach. So, diese Milchmutter von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hieß Halima. Halima. Später, als der Prophet älter wurde, respektierte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie so sehr, dass er jedes Mal, als sie den Raum betrat, aufstand und ihr seinen Platz anbot. Er blieb niemals sitzen, wenn sie reinkam, nur weil sie seine Milchmutter war. Nur weil er aus der Milch von ihr getrunken hat. Also ich habe nicht die Geschichte erzählt, die es dazu kam, dass sie die Mutter wurde und nicht ein anderer. Das würde auf eine Abzweigung gehen. Jetzt möchte ich mich nur darauf beschränken, wie der Verhalten des Propheten zu einer Milchmutter war, weil er ihre Milch getrunken hat. Seid ihr schon mal wirklich aufgestanden vor eurer Mutter? Ich hoffe ja, inshallah. Dass ihr hingeeilt seid, wenn eure Mutter kommt, Mama setzt sich auf meinen Platz. Und er macht das zu seiner Milchmutter. Normalerweise geht man so mit der Milchmutter nicht um. Man kennt sie vielleicht, Salam alaikum, dies, das, aber so ein Respekt nicht. Und das ist der Prophet und unser Vorbild. Und unsere Mutter hat viel mehr getan als eine Milchmutter. Unsere Mutter hat uns getragen, wie wir vorhin gehört haben, halt in den Worten von Maulana Abedin. Und die, leider in unserer Gesellschaft sieht halt wiederum ganz anders aus. Die Mutter wird aufgefordert, Essen zu machen. Wird angeprangert, warum das Essen so spät kommt. Oder warum es wieder das Essen ist und etc. Und ihr liebe Jugendliche, die ihr gerade in der Pubertät seid, respektiert eure Eltern. Denn gerade ihr mit 13, 14 und 15, ihr seid es. Und wir waren es, die in diesem Alter zum ersten Mal das Herz der Mutter zerrissen haben, indem wir sie angeschrien haben. In diesem Alter wird zum ersten Mal die Mutter angeschrien. So richtig angeschrien. Ich meine nicht, dass ihr ein Kind schreit. Angeschrien mit drohenden Worten. In diesem Alter ist es. Da sollten wir aufpassen. Diese Jugend sollte diese Worte und diese Lehre erreichen. Und mein kleiner 16, 17, 18-Jähriger, ihr seid es und wir waren es. Astaghfirullah, ich handle mich, aber ich meine, in diesem Alter ist es, wo den Eltern zum ersten Mal gedroht wird, dass man sie sogar schlägt. Das liegt nicht fern. Glaub mir, das liegt nicht fern. Ich habe Beispiele gehört vor kurzem erst. Das liegt nicht fern, ich unterstelle niemanden, was nennen ja auch keinen Namen, aber das ist leider in dieser Gesellschaft so. Inshallah sehen wir Mohammed und seine Familie als ein Vorbild. Lernen von diesen edlen Menschen und bitten unsere Eltern um Vergebung, denn wahrlich, die Mutter ist die Quelle für die Vergebung. Tun wir es, bevor es zu spät ist, denn niemand hat eine Garantie auf das Leben. Hört euch diese letzte Geschichte an. Einmal kam ein Mann zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam und sagte ihm, O Gesandter Allahs, ich habe in meinem Leben sehr viele Sünden begangen. Wie kann ich dies wieder gut machen? Er sagte ihm, hast du eine Mutter? Er sagte nein. Der Gesandte Allahs fragte weiter, hast du einen Vater? Der Mann sagte, ja, ich habe einen Vater. Der Gesandte Allahs sagte dann, geh zu ihm und sei ihm gehorsam und sei ihm gütig, auf das dir Allah vergibt. Als der Mann ging, hörte man den Propheten, dass er sagte, hätte er doch bloß eine Mutter gehabt. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Ich möchte über diese schönen Worte des Propheten nicht nur meine eigenen Worte legen. Mit schöneren Worten kann ich den Vortrag nicht beenden. Der Prophet sagt, hätte er doch bloß eine Mutter gehabt. Schätzt eure Mutter. Bevor es zu spät ist. Niemand hat eine Garantie auf das Leben. Inshallah führt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf den Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und nimmt uns nicht zu sich, bevor wir die Fußstapfen gefunden haben und auf diese Fußstapfen treten, sodass neben diesen Fußstapfen keine Fußstapfen entstehen, dass wir eins zu eins auf diesen Fußstapfen gehen und mögen wir niemals sterben, so dass wir diese Fußstapfen verlassen haben. Mögen wir immer zu den Liebenden von Muhammad und Ali Muhammad gehören. Salawat bei Muhammad und Ali Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد.